Nur schnellstmöglich zur Safe Zone da hinten kommen. Immer, dass wir das ja wohl noch schaffen werden hier. 1, 2, 10 Leute sind jetzt hier drauf. Alles neutrale. Ich muss unbedingt mal Leute zusammenbekommen, die das in einer größeren Gruppe mit mir zusammenzocken. Dann kann man ein bisschen mehr erreichen, als jetzt hier als Einzelner dauernd rumzuschlendern. Ich jetzt bedenke, wie lange ich das Spiel schon spiele hier, seit der offiziellen Beta, Alpha-Version, die man sich kaufen kann. Und dass ich immer noch keine Waffe gefunden habe, sondern mir nur eine erkauft. Das ist nicht so toll. Ein Vorteil hat es jetzt, es wird dunkel. Und das heißt dann für uns wieder weniger gesehen werden. So. Schnell dahinter die Bäume. Was haltet ihr im Allgemeinen eigentlich von so Horror Survival Games, die so aufgebaut sind wie The War Z? Gefallen die euch? Sollte es mehr davon geben? Oder wie seht ihr das? Oder seid ihr mit den Paaren, die es zurzeit auf dem Markt gibt, zufrieden? Und sagt, die sollten weiterentwickelt werden? Also wirklich im Sinne von Gimme mehr Stuff Gebiet und was weiß ich nicht was. Das würde mich mal interessieren. Also ich sag ganz ehrlich, DayZ war schon ein guter Anfang. Eine Zeit lang Spaß gemacht, aber die Engine, die Steuerung, die war total für den Arsch. Und jetzt hier The War Z ist etwas, wo selbst ich drauf klarkomme. Also wirklich einfach gehalten. Und die Engine ist auch klasse. Für eine Alpha-Version, habe ich ja schon öfters gesagt, ist es schon sehr, 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 sehr fortschrittlich entwickelt. Finde ich auch sehr geil. Aber ich sag ganz ehrlich, hier für dieses Game hoffe ich, dass noch so einiges kommen wird. Also sprich, man kann sich Fahrzeuge parat machen, die hier rumstehen. Noch mehr Items, die man finden kann. Dann sollte es meiner Meinung nach bald sowas geben wie unterschiedliche Servertypen, also sprich PvP oder halt PvE oder beides zusammen oder PvP-Gebiete, so wie man es von anderen Online-Games kennt. Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so aus auf PvP hier. Mir macht es eher Spaß zu überleben, guten Stuff zu finden, also sich praktisch hier auszurüsten. Und wenn man denn irgendwann mal so einigermaßen Erfahrung hat, kann man ja sich auf einen PvP-Server einloggen und da die Sau rauslassen. Das ist ja scheißegal. Aber trotzdem sollte einem selbst überlassen werden, was man jetzt gerade machen will. Und nicht praktisch so ins kalte Wasser geworfen. Du loggst hier ein, wie ich auch schon hatte. Bist noch gar nicht richtig gespawnt und kriegst einen Headshot oder wirst da schon gelegt und musst dann erstmal eine Stunde warten auf diesen Charakter. Gut, man hat noch die vier anderen zur Verfügung, aber stell dir mal vor, das passiert dir fünfmal hintereinander, dass du innerhalb von kürzester Zeit gelegt wirst. Dann hast du auch keinen großen Bock mehr.
eine Stunde warten, bis dass du wieder einloggen kannst, naja. Ich würde mich jetzt hier mal anhalten. Was ist das da hinten? Das sieht nach Wasser aus. Das soll mir aber jetzt erstmal egal sein. Ich muss mal kurz auf die Map gucken. Ah, jetzt haben wir es gleich schon geschafft. Sehr gut. Da unten sind, glaube ich, Gebäude. Verliere schon kräftig Energie, wie man sieht. Ja, wie gesagt, also da hoffe ich, dass noch einiges kommen wird. Auch was die Gebäude selbst angeht. Ich bin jetzt ja schon ein paar Mal in der Stadt gewesen und da sind einige Hochhäuser, wo man nur eine Treppe hochgeht und das war's gewesen. Da hoffe ich natürlich auch, dass da noch mehr folgen wird. Also die Etagen da noch ausgebaut werden. Bisher geht's gut voran. Wir haben es letztes Mal ja gesehen. Die neuen Charaktermodelle sind da, die zwei anderen. Einen davon spiele ich gerade. Finde ich geil. Und Zombies droppen mir jetzt auch die Kohle. Zwar nicht immer, aber wenigstens ab und zu mal. So, wenn ich jetzt bald noch rausfinde, wie man die Taschenlampe ausschalten kann, dann bin ich zufrieden. Jetzt würde ich hier gern noch gleich in die Safe Zone kommen. Da bin ich auch da zufrieden. Oh, da hinten sieht es schon danach aus. Jetzt habe ich bloß Schiss. Das in die Safe Zone? Da müsste die Safe Zone sein. Die Generatoren, hier vorne ist noch eine Hütte. Schön offen, da kommen wir wie von mehreren Seiten dran. Ich dürfte aber auch langsam mal der Safe-Kreis hier erscheinen. Hechten wir einfach mal. Jetzt habe ich gerade gedacht, der Stein aber bewegt sich, ey. Müsste ich aber doch langsam an den Radius kommen, hallo? Oh, ist hier, oh, ich wollte schon sagen, ist hier klein gehalten, ey. So, eine riesen Baustelle. Also das heißt, die Safe Zone würde sogar noch gebaut werden. Einen schönen Einblick über den Wald. Hier sind wir auch noch nie gewesen in der Safe-Zone. Sehr gut. Aber was ist denn das da für eine Scheune? Da vielleicht Items drin, ich weiß nicht. Auf jeden Fall liegt da vorne irgendetwas. Ist denn das ein Stein oder ist das ein Player? So schlecht erkennen. Das sieht mir eher nach Stein aus. Ich habe richtig Schiss, da jetzt reinzugehen, bin ich ehrlich. Was ist denn das? Das ist doch kein Stein.
keine Ahnung, was es ist. So, hier liegt auf jeden Fall nichts drin. Ja gut, dann schnellstmöglich wieder raus. Ab in die Safe Zone. Haben wir das auch mal gesehen. Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Gebäude könnten sie auf jeden Fall öffentlich machen. Es sind schon sehr, sehr viele, wo man rein kann, aber es, bei so einer kleinen Stadt oder einem kleinen Dorf könnten es schon mehr sein und nicht so verbarrikadierte kleine, hast du nicht gesehen. So kleine Häuschen hier, es ist schon geil. Aber nirgends was spawnt. Ich glaube, jetzt hast du noch was Gutes gefunden hier. Wo vielleicht auch Sachen spawnen, aber dem scheint nicht so der Fall zu sein. Auf jeden Fall überall Aussichtsposten. Boah, ich verliere immer mehr Energie. Ich glaube und hoffe, dass es nur bis zu einem bestimmten Punkt Energieverlust ist. Das dann heißt, jetzt musst du sehen, dass du überlebst. Hier kann man rein. Was haben wir denn jetzt im Inventar? Ja, das hier, wo ich nicht weiß, was es ist. Auf jeden Fall Bandages. Wichtig, einmal Bandages und zweimal Painkiller. Dann ist, glaube ich, der Haupteingang. Was ich auch jetzt öfters im Chat lese, ist, hey, Hackers. Ich meine, ich weiß zwar im Allgemeinen, was Hacker sind, aber was das hier heißt, I don't know. Oh, kann man hier nicht raus, oder was? Scheint es doch nur den Seiteneingang da zu geben. Gehen wir mal daraufhin zurück. Da war das ja ein Hintereingang, ja, so ein kleiner Hintereingang. Aber schön zu wissen, dass das hier so offen gelegen ist. Weil an dem mittleren oft, also dem mittleren an der Karte, hier diesen Goblin Peak, gibt es ja nur einen Zugang. Hier, wie es aussieht, auch nur, aber hier ist schön offen gelegen. Das ist doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich doch mal kurz gucken. Einer ist jetzt Bandit, immer noch 10 Leute. Ja, und wie gesagt, da sollten sie auf jeden Fall noch was machen, dass man sich selbst praktisch aussucht, was man gerade im Moment sein will. Hier sind lauter Konserven, die ich mir nicht nehmen kann. Schade. Entweder PvP oder halt einfach nur ein Survivor, der sich die Gegend hier angucken möchte. Da hoffe ich wirklich sehr, dass das noch kommen wird.
Also schnell, wie gesagt, an den Haupteingang. Jetzt wollte ich mal kurz hier an der Seite gucken. Ja, also das ist ein offenes Gebiet. Das finde ich sehr geil. Da kann man wirklich von überall hin reingehen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Ende des Monats, also sprich, wir haben jetzt den 26. November, soll es ja soweit sein, dass das Spiel in die Beta-Phase übergeht. Wir haben hier die Karte. Am Anfang konnte man wirklich nur das kleine Gebiet hier irgendwie erkunden. Mittlerweile ist es ja größer geworden. Hier wird, hoffe ich, so hoffe ich wirklich, noch einiges freigeschaltet werden. Vielleicht hier auch noch was zukommen. Oder noch viel, viel größer. Das wäre natürlich der Wahnsinn. Oh, ich habe gedacht, hier kommt jetzt einer. Dass man halt noch weniger Chance hat, da Leuten über den Weg zu laufen, was PvP angeht. Wie gesagt, kann man gerne machen, aber ich würde am Anfang halt die Möglichkeit geboten bekommen, wirklich selbst zu entscheiden, ob ich in einem PvE-Server einlogge, um einfach nur zu erkunden, Items zu suchen und sich selber ein Bild zu machen, wo man vielleicht was herbekommen kann. Oder aber irgendwann auf den PvP-Server zu gehen, weil ich daran Spaß habe, andere Leute umzunieten. Aber es wurde versprochen, dass es irgendwann noch in-game implementiert wird und warten wir da einfach mal ab. Genauso wie Fahrzeuge, die hier noch integriert werden sollen. Vielleicht ja auch Hubschrauber. Schauen wir mal, würde ja passen, ne? Also Gebieten hier, schwimmen im Helikopter. Wäre super. Mehr Waffen hätte ich auf jeden Fall zur Auswahl. Brechstangen und hast nicht gesehen. Vielleicht noch sowas wie Granaten oder so. Das wäre natürlich auch Hammer. Häuser, die noch weiter begehbar werden sollen, wären geil. Noch mehr Häuser auf jeden Fall, die freigeschaltet werden. Hier die ganzen NPCs sollten dann endlich mal implantiert werden, dass man sich da jetzt schon Sachen kaufen könnte für die gefundenen Geldscheine, die man da hat, die man leider hier nicht sieht. Ja, was haben wir noch? Wo war ich jetzt dran? Genau, die NPCs integriert werden, implantiert werden. Mehr Klamotten zur Auswahl. Ja, und. Auf jeden Fall, es wäre super, super geil. Vielleicht so kleine Camps oder Tiere, die man mit einem Messer schlachtet und von dem Fleisch praktisch überlebt. Das wäre natürlich auch Hammer, wenn das kommen würde. Leere Flaschen, die man aufheben kann, die man an so einem Wasserloch füllt, um halt zu trinken zu haben, wäre auch Wahnsinn, auf jeden Fall. Ja. Camps deswegen, weil wenn das Gebiet wirklich noch vergrößert wird, vielleicht kommt ja noch eine Safe-Zone hin oder zwei, schauen wir mal. Auf jeden Fall, wenn man irgendwo hier in der Mitte ist, in einem dichten Waldgebiet, dass man kurzes Camp da aufschlägt und hat praktisch da seine kleine eigene Safe-Zone, das wäre schon Hammer. Wobei, nee, es wäre auch schon wieder unfair, dass man sich zu schnell die Sachen safen kann. Oh, jetzt sind es nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute. Was ist das für ein Server hier?
bin gerade am überlegen, ob ich die Sachen kurz ins Inventar schmeiße und dann nochmal hier einlogge. EU-Server 63. Machen wir jetzt mal. Da gingen gerade die Frames bis auf 6 runter. Die speichern wir da. Einmal ziehen wir auch rüber. Das ziehen wir rüber. Wir brauchen nur eine Flashlight. So. EU63, ne? Eine Suchoption wäre natürlich noch Hammer. EU63. Da werden aber mehr angezeigt. Gehen wir jetzt einfach mal rein. Vielleicht ist es nur ein Anzeigefehler. Oder es haben jetzt wirklich da 5 neue Leute eingeloggt. Tatsache. Kann man eigentlich hier auch aus Inventory irgendwie zugreifen aufs Globale? Anscheinend nicht. Egal, wir trauen uns jetzt einfach mal raus hier. Schön abseits. So, Peak Retreat. Jetzt sterben ist es nicht so schlimm.